Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Und dieses Mal nicht Freddy. Ich weiß gar nicht, wie ich die Parts schneide. Ich hoffe, ich schneide so, dass dieser Part nach einem Part von Freddy kommt. Nein, diesmal bin wieder ich und wir spielen einen random Charakter. Wir haben einen Winstreak von 3, da Freddy ja nicht auf diesem Profil gezockt hat. Das ist ganz gut. Und ich habe nebenbei Platinum God offen. Auf dem zweiten, also auf dem Bildschirm, nein, auf dem Laptop. Den ich nur nebenbei rumstehen habe. Und Freddy kommt gerade wieder rein, weil es ist immer noch der gleiche Abend. Und Freddy ist noch übertrieben voll. Und ich bin überhaupt nicht voll. Und dann wählen wir jetzt einfach mal random. Abgehen. Abgehen. Judas, mit dem haben wir noch gar nichts. Ach ja, weil der nur ein Herz hat, der Hurensohn. Nope. Und das Book of Belial. Oh Gott. So im Raum. Arneki Cookbook, fick dich doch. Das nimmst du nicht mit. Da passt er nicht. Wow, guck mal. Wow, ist das Bomben. Ich dachte, ich bin tot. Ich dachte jetzt gerade echt, ich kill mich selbst. Nice. Oh, oh, ich bin nicht gestorben. Ich hatte gerade echt ein bisschen Angst. Ich hasse Judas. Wieso? Scheiße ist. Dem fehlt das Blatt des Märtyrers, dann wäre er gut. Ich vergesse diesen Raum. Was hat ein Blatt des Märtyrers mit dem Blätter zu tun? Brauch gar nichts. Ich sollte echt ein bisschen mehr aufpassen. The Book of Se- Was? Wieso? Weil du alle 7 Todsünden besiegt hast zum ersten Mal. Nice! Really jetzt? Also Restart. Nope. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Eine Bombe macht einen Schaden? Ja, normal. Warum? Normalerweise machen alle Explosionen einen Schaden. Schwul. Was? Nee. Normalerweise würde ich dafür jetzt Rage quitten und das Spiel nicht wieder anmachen. Nie wieder. Und mich richtig abfucken jetzt erstmal. Na, Schwul? Ja. Oh, voll ins Gesicht. Was, 2 Schlüsselräume auf der ersten Ebene? Oh, ein freisprengbarer Schlüsselraum. Ich habe gar keine Ahnung, was das für Räume sind. Das sind irgendwie Isaacs Zimmer oder so. Ich verstehe die gar nicht. Ich auch. Bei mir war ein Bettler drin. Bei mir war ein Bett drin. Bei mir war ein Bett drin und ein Bettler. Ist ja wohl. Ja, sag los. Hast du eine Bombe? Kannst du freispringen? Ich hab eine Bombe. Nein, nach der Tastenbombe. Nein, die müsste reichen. Weil das eine starke Bombe ist. Die macht aber trotzdem einen Schaden. Also, die macht mal einen Schaden zu tun, glaube ich. Sicher? Guck nach. Ich könnte mich auch einfach in den Geheimraum springen, der eventuell daneben ist. Kannst du deine Schnauze halten? Kannst du einfach gucken, ob sie sich aufkommen, wenn nicht, dann irgendwo. Ja, aber es kann auch scheiße drin sein. Außerdem, glaube ich, brauche ich dafür sogar noch einen Schlüssel. Nee, einen Schlüssel brauchst du tatsächlich nicht. Das ist nicht nur noch reinzukommen, wenn da drin oben was noch ist. Ja, das hast du. Ja. Ja, okay. Voll die Verschwendung. Das ist ein Bett drin. Und da wirst du voll geheilt. Im Bett? Ja. Ich glaube auf jeden Fall. Also bei mir irgendwas. Okay, das wusste ich nicht. Ich bin ja voll geheilt. Ich wusste nur, dass hier ein Bettler drin sein kann. Dass ich auch mal in dem Bett drin war, also dann kam so ein Heilgeräusch, obwohl ich voll war. Weiß nicht. Also wie ein ganz normales Rollenspiel, dass irgendwie nur im Bett liegt, dass man dann geheilt wird oder so. Schieß aber da rein. Ich wollte, dass es erstmal auf mich schießt. Das Hurensohn Feuer. Aua. Ein Schatz ist einfach so ein bisschen von oben. Du bist Gärtner, du kannst das. Ich gehe ganz bestimmt nicht mit einem halben Herz zu irgendeinem Gegner. Ich wollte gerade Mama sagen, aber Mama kommt ein bisschen später. Judas ist einfach nicht mein Charakter. Ich muss ein bisschen sterben können. Kann ich jetzt? Sag mal nicht. Das kann man und dann bin ich wieder voll. Tatsache. Das ist voll geil für die Dingens. Für die?
Für die Blutspendeautomaten, Alter. Dann kannst du einfach jeden Blutspendeautomaten ficken. Da drin musst du einfach Temperance spawnen. Ach, ich sollte vielleicht mein Book of Belial mitnehmen. Ich habe jetzt in zwei Goldräumen nacheinander eine Leertasten-Item gefunden. Welchen hast du noch? Davor hatte ich doch, was war denn das? Hier ist Anakin Cookbook. Das beste Buch der Welt. Ja, in dem Run davor. Ja, das hast du jetzt gehabt, in dem Run. Nein, das hatte ich im Run davor. Was hast du gerade im Run gehabt? Die Bombe. Stimmt, ich bin behindert. Ja, klar bist du behindert. Der Cube of Meat. Yes. Okay, wir können uns einen Schlüssel ausgeben, um in den Shop zu gucken mit 3 Münzen. No, no. Oder wir hätten uns einfach... Ja, müsste zwischen Shop und Dingens sein. Sicher? Müsste, ja. Kann ja irgendwo anders sein. Da könnte auch hier sein, links. Wie kriegt man das denn mit dem Controller großgestellt, dass es groß bleibt? Strom gedrückt halten? Static meine ich. Ja, super. Ich möchte aber die ganze Zeit drücken. Na gut, dann gehen wir erstmal weiter. Ja, aber Zombie kann das irgendwie feststellen. Ich weiß nicht wie. Zombie hat einen PS4-Controller. Ha! Gay! Ich glaube, mit sowas Ekelhaften würde ich ja niemals spielen. Er hat auf jeden Fall PS4, glaube ich, weil er meinte ja, wieso er kann seine Karte so cool verschieben und online spielen. Das gibt ihm bei der PS4, ne? Ja. Ja, stimmt, hat er auf jeden Fall. PS4 sind ja voll Arsch. Ne, PS Vita hat er. Damit spielt er online. Nein, kann nicht sein. Doch klar. Was ist das für ein Arsch? Geht sogar. Oh, da ist ein Stein, ich will den Stein springen. Das ist ein Arsch, das ist ein Arschfan. Ich hasse diese Ficker, ne? Diese Folter, ja. Du lässt den Raum auf Fuß, ne? Warum? Weil mir ein Raum war. Rationales Denken ist nicht so meins. Aber noch? Normalerweise, ne? Würde ich dafür einfach einen Run neu starten. Kamikaze. Nein, hier Zeit zu, ernsthaft? Das unnötigste Item. Ich sammle es gleich auf. Ist der guten, schlechten Items. Nein, es ist einfach eine Scheiße. Das ist eigentlich auch geil, weil das bringt Pyro, einem nicht. Beim Pyro hat schon 99 Bomben. Ja, schon klar. Oh ja, es bringt mir 5 Bomben. Oh, gut, dass ich es aufgesammelt habe, ey. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob es einem Bomben bringt. Eigentlich habe ich überhaupt nur gedacht, könnt ihr mal Bomben hoffen. Wenn ich so sprenge, müsste eigentlich der blaue Stein das Ding ins kaputt gehen. Ja. Gut gemacht. Jackpot, Jackpot. Ich könnte da auch noch sprengen. Und dann? Habe ich eine Bombe mehr. Wow, wow, such Bombe. Was? Auf die Storm will ich das sogar machen. Weil der wird immer Geld, dass du nicht kaputt gestanden. Ja. Falls man das nicht merkt, ich bin ziemlich müde. Ist es auch gerade irgendwie 1 Uhr morgens oder so? Du musst mir nach Hause fahren. Ich muss ihn noch nach Hause fahren, das wird richtig schlimm. Für mich. Naja, ne? Weil ich bin richtig müde. Du musst irgendwie tanzbar so lang für einen Run wie ich für meinen angeheitert. Ja, weil ich total entspannt spiele. Ich spiele immer total entspannt. Eben mehr. Ja. Nein, du gehst voll ab. Ja, weil ich auch kein Kopf habe. Abgehen. Abgehen. Ich hab die Karte. Wie lange du durch? Tour of Spades macht Schlüssel doppelt? Ja, Tour of Clubs macht Dingens. Okay, bei einem Schlüssel lohnt sich das nicht. Da kann ich auch keinen Schlüssel haben. Aus keinem Schlüssel macht die Karte nämlich auch 2. Ich weiß. Ein Profi. Manchmal. Ich hatte gerade so ein Glück, dass ich keinen Schaden gekriegt habe, Alter. Noch 64 Achievements auf Steam. Nur ISF. Dauerzocker halt, ne? Ich hab heute 114, glaube ich. Es gibt doch 179, Mann. 78, glaube ich. Ich weiß nicht, wo wir gerade zwar. Ich weiß es nicht. Ich hab Steam leider nicht auf dem Notebook installiert. Joa, gehen wir mal, ja. Monstro, hallo? Mein Gesicht juckt jetzt. Ich hab's
total cool, sein Gesicht kratzen, aber. Was mir so cool, ich dachte. Gut, dass ich mich kratzen konnte, weil es war jetzt ekelhaft geworden. Ich hasse Spiele, die man nicht pausieren kann, Alter. So wie Eishack, was da passieren kann. Yeah, er springt. Oh ja, geil. Danade. Brimstone. Hol die Katze und dann Brimstone. You unlock Krampus. Und Pandaren will ich auch noch mitholen. Sterbe ich hier nur einmal. Aber dann habe ich kein zwei Seelenherz mehr. Abgehen. Nee, sorry, das lohnt sich nicht. Abgehen. 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 Habe ich kein zwei Seelenherz mehr. Abgehen. Habe ich kein zwei Seelenherz mehr. Damn, Damage. Kannst du nicht holen. Was? Ich kann. Was? Man kann sich nicht mehr umbringen? Mit Devil Deals? Oh, neu? Oh, okay. Das wusste ich nicht. Zero out of five. Das habe ich noch nie bei irgendwem gesehen. Aber du hast einen richtigen Brimstone. Ja. Weißt du, was das noch fehlt? Fliegen und der Run wäre gewonnen. Und Satanic Bible, was? Satanic Bible ist einfach geil. Okay. Ich hatte auch meinen letzten Run, den ich selber gespielt habe, hatte ich auch eine Bible und dann habe ich so gesehen, oh, eine Satanic Bible nehme ich mit. Gut gemacht. Warum? Warum hast du eine Bombe gelegt? Weil ich mich in den Altenraum sprengen wollte. In den Shop? Ja. Geht nicht. Seit wann? Seit dem mindestens letzten Update. Ich habe seit dem letzten Update nicht mehr gespielt. Ja, du kannst dich nicht mehr in irgendwelche besonderen Räume sprengen. Warum nicht? So. Jetzt bin ich ein bisschen angepisst. Was ist Guppy? Ich habe nichts von Guppy. Ich habe nur die tote Katze. Ja, du hast fast Guppy. Mir fehlen nur noch zwei Items. Anstatt drei. Wow. Oh. Ein Drittel. Nicht da unten reingehen. Meinst du? Weißt du, du kriegst noch ein Seelenherz. Oh, du hast einen richtigen Brimstone. Das ist für ein Isaac Spiel einfach ein Orgasmus. Oh, jo. So selten wie es den gibt halt wirklich, ey. Hä? So selten wie es den inzwischen gibt halt wirklich. Also Brimstone einfach so. Geil. Oh fuck, war nicht aufgeladen. Noob. Das Problem ist, dass der Brimstone halt ein bisschen länger aufladezeit hat. Na und? Scheiße, ich glaube, dass wir sogar alles one-hitten. Außer Bossgegner, weil die krass sind. Ja, nice. Schlechtester Scheiß überhaupt. Ich will fliegen. Spreng. Leck mich. Für den Herzen mache ich das. Ich hätte jetzt 6 Schlüssel. 8. Einfach ein Brimstone. Wie oft hatte ich bisher ein Brimstone? Zweimal. Zweimal davon in der Aufnahme. Das war das Beste als unser Wald. Ja, wirklich. Unser Wald. Was machst du denn da? Nicht in die Spinnen laufen. 12 Schlüssel. Ich könnte jetzt 12 Schlüssel machen. Ich durchsuche noch die restliche Ebene. Dann mache ich erst alles auf. Nein, eigentlich würde ich direkt Schlüssel einsetzen und dann aufmachen. Wahrscheinlich hätte ich ohne Schlüssel, also ich Schlüssel gerade einsetzen und mache, weil ich dumm bin. Ja, ich bin aber dumm. Jetzt hätte ich 16 Schlüssel. Habe ich irgendwas mit den Schlüssel verbessert? Ich habe gerade so viele Schlüssel gefunden, Alter. Dass es ja schon pornös war. Aber ich will ja erstmal nichts mit Schlüsseln bezahlen. Ich will erst die ganze Ebene durchmachen. Aber das hättest du mit einer Bombe bezahlen müssen. Nur. Ach, war das nur eine schwarze Kiste? Bin ich drauf geachtet. Okay, bin ich gesehen. Da ich 3 Bomben habe, geht das fit. Da lag auch noch Geld, ja, das habe ich gesehen. Danke. Das hatte ich nämlich gar nicht gesehen. Hat sich gelohnt? Und jetzt ist das gerade angesehen. Ja. So, jetzt machen wir das auf. Oh ja. Noch mehr Knete. Willst du mich verarschen? Voll geil, ja. Müll. Hätte ich hier Brimstone, welchen Part jetzt neu starten?
Muss ich starten? Bitte nicht. Nee, ich starte nie einen Part neu. Ich schon. Sehr oft. Oh ja. Ist es BBF? Nein. I've mind. Das ist bigger, shit. Ich würde vielleicht noch Seelenherz mitnehmen. Ja. Ne? Kommt ganz gut. Ich hab grad Schluck auf, das ist richtig ekelhaft. Wo waren hier noch was, was ich machen wollte? Ach ja, Mutti. Ich komm, Alter. Du weißt, wie geil du bist. Wie wenig Schaden ich eigentlich noch mache. Für so viele Damage-Ups, wie ich hab. Null. Zwei? Der Brimstone selber ist auch ein Damage-Up und ich hatte gerade einen Temporary Damage-Up. Nein? Wieso habe ich dann fast vollen Damage? Weil du Illion hast. Schnell gegen die Dings. Krampus. Cranus. You unlocked Head of Krampus. Head of Krampus natürlich gekriegt, super, danke. Naja. Ja, Krampus Head ist doch Insta-Kill für Endgegner, ne? Nicht für Endgegner, aber in halt eine andere Richtung. Also wenn du gut triffst, dann kannst du auch mit zwei dieser Schilder zuschauen. Okay, da kann er nicht sein. Wir könnten neben dem Schadensraum sein. Soll ich in den Schadensraum reingehen? Das will ich nicht machen, glaube ich. Ich hab ein bisschen wenig Leben für sowas, ne? Er könnte oben oder unten sein. Warte, das ist ein besonderer Raum, von dem kann ich mich nicht hier reinspringen, okay. So. Ich wette, ich treffe keins von beidem. Ich treffe beide. GG easy. Das hat sich gelohnt. Die Bombe. Hans, ich soll doch in den Schadensraum gehen? Nee. Könnte ein Guppy-Item drin sein. Mach mal. Danke! Bitte. How about now? Manchmal macht mich das richtig wütend. war ich in dem Kampfraum schon? Ja, okay. Dann können wir jetzt erstmal wieder weggehen. Ah, ich hab das Geld gar nicht aufgesammelt. Ich bin ein richtiger Hero. Hero. Freddy trinkt gerade Cola. Und wir gehen jetzt mal in die nächste Etage und ficken da den nächsten Gegner. Könnt euch nicht vorstellen, wie müde ich bin, ne? Ah, Freddy hat ja in den letzten Parts 26 Millionen Münzen eingezahlt, aber nicht auf diesem Profil, weil er ein richtiger Held ist. Nein, Profi bin ich, waren übrigens etwa 16. Ja, in dem einen Run, in dem anderen Run davor auch noch. Etwa 16 wieder. Also, ich habe etwa 30. 30 Millionen gezahlt. Du hast einfach ein Grindstone, das ist einfach Insta-Win. Zumindest für jeden bist du mal. Ja, eigentlich auch danach. Naja. Das ist zwar stark, aber es kann nicht sein. Mit Fliegen wäre es ein Insta-Win. Mit Magapi. Wollte ich ja. Aber? Das Spiel wollte nicht. So, in den X-Raum unten reingehen. Ja, werde ich gleich machen. Aber ich will vorher natürlich noch ein bisschen. Das Risiko wollte ich nicht nochmal eingehen, Alter. Gucken wir doch mal erstmal in den Kampfraum rein, was da drin ist. Würde ich machen. Mit Brimstone. Eine Pille ernsthaft? Oh Gott. Oh Gott. Was? Ich habe zwei Schadensdinger, wenn ich getroffen werde. Oh nein, ich piep! Bist du. Was? Nein, ich meine. Dass ich zwei Sachen habe, die Schaden machen, wenn ich getroffen werde.
Giftschaden und meine Poison Touch. Giftschaden ist Poison Touch. Mein Giftschaden dieses Holy Water. Ja. Das ist von Last und Holy Water vom Alterraum. Nice, noch ein Schlüssel und ein bisschen Knete. Wow, danke, zwei Spinnen. Und zwei Bomben. Ein Schlüssel für eine Karte? Ein Schlüssel für eine Karte? Für eine. Irgendeine, die Verdoppelungs. Oder vielleicht ein Joker. Joker. Also spielen wir die Ebene erstmal bis zu Ende und dann gucken wir mal nach, ob ich die Joker-Karte brauche. Ja, ja. Nicht wahr? Ja, man sollte es merken, meine Runs dauern alle ein bisschen länger, weil ich einfach mir extrem viel Zeit lasse beim Spielen. Oh ja, fick dich. Blood Donation Machine gleich gefickt. Ich hab 16, 17 Münzen. Wow. Da hätte ich fast noch drin gestanden. Spawn, glaube ich, Spinnen. Ball mit Spindel dran. Daddy Longlegs. Daddy Longlegs! Ich weiß, ich hab's gesehen. 7. 7. Er kann sich schon nicht mehr an die Partner erinnern. Es wird zu spät. Danke, Daddy. Danke für ein Herz, was ich nicht mitnehmen kann. Oh, fuck. Irgendwie sind gerade drei Fliegen gespawnt. Hä, was hat mich getroffen? Ach, die Soße. Ich kann nicht fliegen. Scheiß Kacknoten hier. Allesamt. So, dann killen wir jetzt natürlich erstmal nicht den Boss, sondern gehen nochmal die Ebene ab. Auch wenn es nicht mal Abend ist. Weil hier unten noch ein Shop ist. Was bringt der Schlüssel, der Stecker? Eine Aufladung weniger, ne? Damit kannst du mit deinem Leben Items aufladen irgendwie. Leert das ein Item? Ja. Will ich nicht. Danke. Ich habe nicht nachgeguckt, ob es ein anderer Raum sein könnte. Ja, klar kann es ein anderer Raum sein. Wo wird es denn wahrscheinlich sein? Hier kann es... Ja, super, danke. Einen Raum weiter hätte ich erfahren, dass es denn nicht sein kann. Es könnte hier mal wieder überall sein, ey. Den super Geheimraum mal suchen können, fällt mir gerade auf. In der letzten Ebene. Ich habe keinen Bock, jetzt einmal außen rum zu gehen. Ich verschwende eine Bombe. Ach, ist ja ein Goldraum. Fick dich. Das finde ich aber doof, dass es sozusagen gefixt worden ist, dass man sich in besondere Räume nicht mehr reinsprengen kann, weil das ist. Geheimräume aufsprengt. Weil Geheimräume an sich haben einfach nichts mehr. Da ist einfach nur Scheiße drin. Nur Crap. Ja. Das war eines der besten Items, die Holz aus dem Geheimraum gezogen hat. Ace of Spades, nice. Ich hatte bisher nur Kartenglück. Im super Geheimraum einfach Ace of Spades. Okay, mit Krampus Head sind meine Dingens auch gerade sehr gedroppt. Meine FPS. Little Bag has appeared in the basement. The Pact ist sinnvoll oder nicht? The Pact, also habe ich jetzt eigentlich nur ein Herz verloren. Ja gut, dann haben wir die Ebene abgefrühstückt und dann gehen wir weiter.
Ich könnte mich jetzt in der nächsten Ebene gleich zum Ding transporten, aber das mache ich mal nicht. Das mache ich in der letzten Ebene. Oder wenn ich mal kein Devil Deer bekommen sollte. Sorry, wenn das heute ein bisschen länger dauert. Aber wie gesagt, ich bin extrem müde. Ein Glücksspielautomat, Shotgun Miner. Hier so ein besonderer. Ich hab keine Ahnung, wie die heißen eigentlich. Hast du eine Ahnung, wie die heißen? Welche? Diese blauen Glücksspielautomaten. The Fool, okay. Die transportable Glücksspielmaschine. Willst du mir noch mehr Scheiße an den Kopf werfen? So ein Scheiß? Joker nehme ich lieber noch nicht mit. Setze ich lieber noch nicht ein. Ich glaube, ich hätte eine Luckdown-Karte. Ne, ich hätte nur Luck von 1. Ich finde, Judas sollte auch erhöhtes Luck haben. Eine Karte The Moon. The Moon teleportiert mich zum Geheimraum. The Fool nochmal. Und die Kristallkugel. Die übertrieben nice ist. Ich habe schon richtig oft einen Dollar bekommen. Aber richtig oft. Hab mich gerade erstmal zum Geheimraum teleportiert, in dem Greed ist. Fick dich. Jetzt habe ich wieder 17 Münzen. Und noch ein Spielautomat, aber ein doofer. Ach, so Moon deckt auch die Karte auf? Doch, eigentlich schon. Sogar mit Anzeigen, wo was ist. Hat's gemacht. Ah, ja. Okay, ja. Die ist extrem cool, Alter. Puberty und... Speed Up! Nice. Speed Up, wichtigste Pille eigentlich. Das Rotten Baby. Das du so toll findest. Wenn du das sagst. Oh Mann, Alter. Der Geburtstag war zu hart. Ja, der, auf dem wir gerade waren. Ich fahre dich gleich. Soll ich kurz Pause machen, dann fahre ich dich jetzt. Ja, okay. Also, dann mache ich den Raum noch kurz fertig, weil in dem Raum Pause machen wäre ein bisschen doof. Dann sterbe ich einfach nächstes Mal direkt. Und dann fahre ich ihn kurz nach Hause. Boah, zweimal Range up. Und zweimal Balls of Steel. Fast volles Leben. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zurück. Und zwar sind wir noch im Spiel. Das hatte ich ganz vergessen. Wir haben ja echt geile Items. Haben wir? Ja, wir haben einen Brimstone. Wir haben Infested Baby. Und wir sind nicht Guppy, aber wir haben einen Teil der Guppy gestellt. Und zwar 9 Leben. Und wir haben die Kristallkugel. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir waren, um ehrlich zu sein. Ah, und Freddy spielt The Binding of Isaac Rebirth. Keine Rückmeldung. Danke. Ich bin deshalb öfters, dass mein Spiel nicht richtig starte, beziehungsweise dauert lange. Ah, ich hatte eben gerade noch einen Run privat, in dem hatte ich, also nein, das war ein Challenge Run. In dem hatte ich einfach 99 Bomben. Ah, Joker will ich auf jeden Fall mitnehmen. Depth 1 ist das, dann können wir noch ein bisschen. Naja, das war jedenfalls, da hatte ich 99 Bomben und ich hatte diesen It's Something Inside, diesen Small Rock. Und dann hatte ich einfach alles Geld der Welt. Also ich hatte wirklich alles Geld. Ich hatte zweimal 99 Münzen voll. Ja, ich hatte die Challenge gemacht mit Darkness Falls, wo man so Eve ist mit allen Eve-Items. Und ich habe kein Devil, der einzige Devil Deer Room, den ich bekommen habe, war Krampus. Weißt du, weil Eve ist einfach gut, es ist ja am besten, wenn man nur ein Herz hat und dann ganz viel Seelenherzen und so ein Scheiß. Und ich hatte einfach irgendwie so 6-7 Herzen und ich habe einfach, es war einfach scheiße. Oh, ein Judgment. Dann geben wir dem jetzt erstmal ganz viel Geld.
und hoffen, dass der uns ein gutes Item droppt. Ich habe keine Ahnung, ob der da unten überhaupt sitzen darf, ob der danach droppt. Danke, ein HP ab. Ich hatte gerade kurzzeitig Angst, dass ich mit Blue Baby spiele und gar kein HP abkriegen kann. Wir haben The Gate als Boss. Und The Gate ist tot. Und ich habe nochmal Schaden gekriegt, fick dich doch. Was macht der Schlüssel an der Schnur? Zwei Schlüssel lag ab. Danke. The Pact und The Mark. Würde ich beide nehmen. Ich kann nur einen nehmen. Du hast Katze. Ich kann nur einen nehmen. Du hast eine Katze. Ja, aber sonst fehlen mir 11 Herzen. Wie 11 Herzen? Ich habe nur ein rotes Herz und 11 blaue. Und man wird mit einem roten respawned. Ja? Ja. Dann... The Mark? Wie viele Seelenherzen, also wie viel hast du jetzt noch frei oder sind das? Ich habe ein Seelenherz frei, habe ein rotes und alles andere sind Seelenherzen. Dann würde ich, glaube ich, The Mark nehmen. Habe ich. Jetzt habe ich nämlich 10. 11 Herzen komplett. Gut, dann gehen wir nochmal auf Geheimraumsuche. Ich spiele die Curse Challenge. Die Curse Challenge? Die kenne ich gar nicht. Ich kenne kaum Challenges, müsst ihr wissen. Da sind alle Türen sind Stacheltüren. Ah, das hat Zombie, glaube ich, heute auch erzählt. Ja, deshalb spiele ich die gerade, weil ich wusste nicht, was die macht. Und ich habe gerade die Eve-Challenge gemacht und die sind alle für den Arsch. Die erste Challenge ist auch richtig mies und die zweite ist richtig schlimm. Okay, da ist der Raum nicht. Die erste ist Curse of the Darkness, immer. Also, dass du deine Herzen nicht siehst und dein Dingens. Halt, dass es dunkel ist. Deine Herzen nicht? Oh, wusste ich gar nicht. Und ich hasse es, wenn man seine Herzen nicht sieht. Alter, wo ist denn dieser verfickte Raum bitte? Nee, den suche ich nicht. Ich weiß, warum ich ihn letztes Mal nicht gesucht habe. Gut, dann nehmen wir jetzt mal die Dingenskarte mit. Hier die... die Joker-Karte. Und Krampus-Head ist auch nicht so nice, dass ich den mitnehmen will. Ich dachte gerade kurz, ich kann fliegen. Ich habe fast vollen Schaden mit dem Brimstone. Und dann, gönnen wir uns eine Pille oder lassen wir das? Ist ja erst Depth 1, da kann ich ja noch weitergehen mit dem Geld. Aber 17 Schlüssel haben wir schon mal, das ist schon mal schön. Eternal Heart, nice. Und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt mit dem Sound zusammenpasst. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ist uns egal, weil wir Swag haben. CC. Fliegen. Zwei Goldkisten im Challenge Room. Danke, danke. Bitte. Danke, da kam noch eine Träne auf mich zugeflogen. In den Stachelraum könnten wir reingucken, können wir auch erstmal lassen. Danke, nerviger Raum, danke. Oh, ich vermisse meinen letzten Run. Ich könnte ein paar Herzen brauchen. Ich bin gerade erst auf den Stein gekommen. Ah, oh, ein Arcade, cool. Da könnte ein Bettler drin sein. Das ist natürlich super. Oh, ich hab den kleinen, den großen Pilz gefunden und den kleinen Pilz. Ah, okay. Ich hatte in der Dingens Challenge hatte ich dann auch noch ein paar Pilze. Okay, wenn der seinen Brimstone schießt, dann laggt bei mir das ganze Spiel. Warum auch immer. Weil du da 11 Probleme, 10 Probleme hast anscheinend. Müsste ich mal installieren oder was? Neu installieren. Oh ja, super Greed, danke. Ist schon tot. Und The Stars. The Stars deckt nur die Karte auf, ne? The Stars portet dich in den Linksraum, in den Goldraum. Gleich mal eingesetzt. Was macht das Riesenauge? Polyphem, das ist das. Das ist Polyphemus? Das macht doch richtig langsame Aufladung und richtig schnell, richtig viel Schaden, ne? Ja. Ist gut mit dem Brimstone? Das macht halt extrem viel Schaden, also. Meinst du, ich soll mitnehmen? Ach halt. 6 Stunden Aufladung? Für unendlich viel Schaden? Alter, lädt das jetzt lange auf. Aber Alter, immerhin hast du Swag. Gut, dass ich noch diesen Fested Baby dabei habe. Polyphemus lädt einfach so langsam auf.
Danke, das war scheiße. Ey, ich habe so Glück, dass ich ein Infested Baby habe. Der Huf macht mich schneller, glaube ich. Ja, genau, Speed Up. Ich behalte mal Ace of Space. Dann gehen wir in den Shop rein. Eine Bombe könnten wir uns kaufen. Dann spenden. Nee, spenden tun wir noch nicht. Tun wir gleich. Wahrscheinlich ist der Automat eh gleich wieder kaputt. Oh nein, nicht diese springenden Hurensöhne. Oh fuck, fast in das Gift noch reingelaufen. Haben wir ein Seelenherz genommen? Bombe, noch ein bisschen Kleingeld. Gut, dann stehen wir jetzt vor dem Armskampf. Und machen den natürlich noch okay, nicht. Okay, hier wäre wirklich ein Fliegen-Item geil. Wieso? Was gibt's da? Obwohl. Nee, ich weiß nicht. Also diese Türen, die machen doch nur Schaden, wenn man so durch, also wenn man wieder rausfliegt, aber. Wie ist das, wenn alle Türen diesen Effekt haben? Ich glaube nicht, dass es mit dem Fliegen funktioniert. Das wäre zu OP. Dann bräuchte ich nur ein Fliegen-Item und alles wäre super. Ich habe 17 Münzen. Ich gehe jetzt einmal zumindest. Was liegt da für eine Karte? Der Joker. Ich gehe jetzt einmal in die Arcade. Jetzt habe ich 16 Münzen. Und hier gibt es nur Spielautomaten. Die spreng ich doch alle mal. Ja, ich nehme einfach mal Fliegen mit. Mal gucken, was es mir bringt. Welches Fliegen hast du gekriegt? Gary. Gary? Ja. Spectral Shears und, Wer ist Gary? Gary! Ach so, du meinst das umgedrehte Kreuz. Nein, was ist denn das? Nee, das ist so. Das sieht aus wie Hall of Babylon fast. Okay, kenne ich nicht. Hab ich noch nie gesehen. Doch, klar kennst du das. Fuck, das hat Schaden gemacht. Ich gehe nochmal in den Challenge Room. Mit zwei Goldkisten, in denen nur Schlüssel waren. Ein bisschen Shit. Und der Empress. Der Empress teleportiert mich zum Endgegner, ne? Nein. Unser Emperor ist das. Unser Empress macht Schaden. Der Empress macht Tor of Babylon Effekt. Also sinnlos, oder was? Wieso? Ne, ja, ich hab keine Herzen. Ja, aber ich kann's nicht mitnehmen. Ich brauch so Joker. Ich muss so Joker mitnehmen. Dann gehen wir oben noch in den Schadensraum rein, in dem wir Spinnen kriegen und noch mehr Spinnen. Natürlich böse Spinnen. Ich muss jetzt nur gucken, was die eine Rune hier macht, die ich gefunden habe. Und die Maske? Die Infamy-Maske? Dafür haben wir jetzt noch 10 Herzen. Was mich nicht allzu sehr stört. Weil ich die hier auffüllen kann. Ich habe 21 Schlüssel. Alter, was soll ich mit 21 Schlüsseln machen? Ich kann ja noch nicht in die Chest und nichts. Also erstmal geben wir jetzt unser Geld spenden. Wir haben ja erst 26 Münzen drin. Ab 50 kommt das nächste, ne? Glaube. Also kriegen wir in diesem Part nicht mehr. Okay, schade. Ich glaube, ich habe den Run gethrowt ein bisschen. Wieso? Wegen meinem Fliegen-Item, das hat 2 Herzen gekostet. Und ich habe mir halt alles andere auch noch gekauft und die schwarzen Herzen, die ich dafür bekommen habe, sind wie im Arsch. Oh. Egal, ich habe eine Crystal Ball. Mom! Alter. Ich habe auch das Fanny Pack gekauft, aber spawnt die Item immer im Raum davor. Weil und Mom ist tot mit einem Herzschaden. Und ich krieg natürlich einen Devil Deal und ich habe keine roten Herzen. Guppies Paw, Guppies Hairball und der Isaac Contract. Wie viele Isaac Items, wie viele Guppy Items habe ich? Ich habe die Dead Cat. Ja, das war's. Das ist natürlich ein bisschen doof. Das würde mich 3 beziehungsweise 6 Herzen kosten. Ich habe 11. Dann hätte ich nur 5 Herzen. Ja. Soll ich mal eins kaufen oder beide? Weiß ich nicht. Oh, Halo, geil. Vor allem bringen die mir beide nichts. Also Hairball ist ja... Ja, ist ja halt ein Hairball. Und Guppies Paw, ich habe keine roten Herzen. Ja, würde ich ja nicht kaufen. Contract, ich weiß nicht. Guppies Paw ist gut mit der Guppy-Dingens dabei. Und der was? Mit der Dead Cat, weil man dann anstatt einem Herz wieder 3 hat. Stimmt. Weiß nicht. Ich mach jetzt mal was ganz Riskantes. Ich habe nur noch 2 Herzen und habe alle 3 mitgenommen und bin Guppy und kann fliegen. Und wenn du jetzt dem Gegner Schaden machst, kriegst du auch noch Sachen. Ernsthaft? Du kriegst nicht Sachen, du kriegst dann Fliegen. Fliegen spawnt er.
Ach ja. Ja, stimmt. Oh nein, ich muss ja so lange aufladen. Das könnte eventuell ein bisschen schwer werden mit Fliegen. Das ist Stars zweimal gekriegt. Teleportiert mich auf der Ebene einfach nur noch irgendwo hin, ne? Auf welcher Ebene bist du? Womp. Ja. Also eine gute Fluchtmöglichkeit aus dem Stachelraum. Boah, lädt das lange auf, Alter. Dann noch zweimal Puberty, danke. Der Isaac-Vertrag, das ist Contact from Below. Der verdoppelt ja auch die Drops, die ich kriege. Ja, macht er? Ja, weiß ich zufällig. Von Sambay. Nee, weil ich mir gestern durchgelesen habe. The Moon teleportiert mich zum Geheimraum, ne? Ja. Guppys Collar, nice. Insta-Win. Ich bin zwar schon Guppy, aber... Guppys Collar, nice. Guppys Collar ist Eternal Life, Fragezeichen, ne? Ja. Heißt, man kann unsterblich werden, man kann auch einfach gar nichts haben. Und ich bin bisher noch kein Mal. Ist das eigentlich bei den Effekten dann von, Dings, also von... Lockdown, danke. Was? Bei... Ich muss gerade nachdenken. Ich muss mal ausweichen, die Gegner. Ich habe komplett den Kontext verloren. Bei den Dead Cat Leben, das sind ja 9 Stück. Ja. Besteht dann auch die Chance, dass du da auch, also besteht dann auch die Chance, dass du da nicht wiederbelebt wirst? Ich. Nein. Sicher? The Tower spawnt einfach nur Bomben 10.000 Stück im Raum. Was ganz nice ist, ja, bin ich mir hundertprozentig sicher. Das Problem hatte ich nämlich schon mal. Was liegt da noch für eine Karte? Der Joker ja nochmal? Ja, gut. Den Joker sollte ich mir im Kopf behalten, wobei ich ihn gleich bestimmt vergessen habe. Erinnere mich mal dran, dass auf der Ebene irgendwo noch der Joker liegt. Da liegt irgendwo noch der Joker. Challenge-Raum mit dem Schlüssel. Ja, ah, oh, geil, Goldschlüssel für die Ebene. Brauchte ich auch dringend. Ich stand gerade übrigens in dem Gegner drin und habe keinen Schaden gekriegt. Jetzt vielleicht doch, dass ich einfach nehme, so anstatt den Crystal Ball. Der Crystal Ball ist sozusagen ein cooleres Yamhard, weil du dafür keine roten Herzen brauchst. Ja, aber... Hat nur eine Chance drauf. Fuck. Oh, jetzt hab ich Gemini bekommen, danke. Ja, das Problem ist nur, dass... Zweimal Ace of Spades. Nein, zweimal Two of Spades. Verdoppelt meine Schlüssel, ne? Ja, ab 100 Schlüssel. Also 99. Jo, ich bin gleich tot. Das ist vielleicht eine dumme Idee. Dann hast du ja den Dingens-Part von Zombie gesehen hier, den... Den... Wie heißt denn der jetzt nochmal? Wow, danke, nochmal 2 Schlüssel und ich habe die ganze Ebene schon frei. Den Mod-Run hatte von Link oder so. Ja, den hab ich mir... Also hab ich ein bisschen reingucken, nur. Wie? Bis zu den Tiefen hab ich das durchgeguckt. Ich habe so unglaublich viele Schlüssel. Willst du mir einen Park kaufen? Nee. In der Ebene... Lusanne, ja, Mann, voll heilen! Was? Ich hab das Sun gefunden, jetzt kann ich wieder voll heilen. Hast du mir erzählt, dass man sich in dem Bett auch voll heilen kann? Ja, ne? Ja. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ein Profi. Ja gut, dann machen wir jetzt den Feind mit der Tower-Karte, also den Boss-Gegner mit der Tower-Karte. Ich weiß, ein bisschen unnötig, aber wir haben's ja. Ich bin übrigens Gemini. Warum? Weil ich das Gemini-Item gefunden habe, das mit Gemini. Achso, okay. Gibt. Kurz ein Supergeheim nochmal öffnen, da steht eine rote Kiste drin mit Guppys Tail, ja. Oh, Steam Sale, nice. Super, danke. Danke Spiel, danke, wirklich geil. Nehme ich auch mit, mit nix. Und Conquest, und er ist tot. Oh ja, kostenloses Fliegen, cool. Oder ich lasse es einfach. Ich muss den Joker mitnehmen. Hätte ich gerade fast vergessen. Du hast übrigens irgendwo einen Joker liegen. Ah, danke, danke. Ich gucke jetzt einmal noch kurz nach Kreuzsteinchen, weil ich brauche die. Ich habe nur noch 2 Seelenherzen. Ich habe 3,5 rote Herzen. Und insgesamt habe ich 5 rote Herzen, also. Okay. Ein bisschen zum Kürzen gerade. Aber ich kann fliegen. Das sind halt Challenges. Aber das ist auch so ein Challenge, wo man auch normale Items bekommt. The Stars zweimal, nice. Damit habe ich aber nicht die Chance, dass die mich zum einem Arrow Room porten, oder? Glauben. Ich bin nicht sicher. Es kann ganz gut sein, weil du kennst ja Isaac, da ist alles möglich. Dann lasse ich es lieber. Sein sollte. Dann lasse ich es lieber. Wieso? Weil ich nicht zum einem Arrow Room will, ohne die Joker-Karte.
Hat der mir jetzt ein Ding ins Raum gegeben? Ah, ein Devil Deal oder nicht? Hab nicht drauf geachtet. Ne, hat mir keinen gegeben, dann setze ich erstmal den Joker ein. Für Dark Matter und zwei schwarze Herzen. Hat sich schon mal gelohnt. Also Dark One. Dinner Part gewesen. Bist du tot? Nein, aber wahrscheinlich, weil... Achso, so Dark One. Der Dark One ist einfach so... OP? Der bandagierte Dark One, der... Ich verstehe seinen Laser nicht, der... Oh, Dinge als Gegner. Nice. Kann er seinen Laser nicht... Der kann seinen Laser in die verfickte Richtung schießen, oder was? Ja? Oh, fuck, die Bombe habe ich nicht gesehen. Danke, jetzt noch drei Herzen. Stärke. Stärke macht mir einfach nur Stärke für einen Raum, ne? Ja, ich muss meine Ischia-Karte auch wieder einsetzen, damit ich noch eine kleine Chance habe, hier zu überleben. Oh ja, den Broken Magnet, nice. Wie soll ich dem ausweichen? Was ist das für eine Scheiße? Okay, den Raum hätten wir auch überlebt. Ich glaube aber, ich nehme die Aids of Space mit, weil ich kann fliegen. Wozu brauche ich den Scheiß? Ich bräuchte irgendwie Cancer. Cancer wäre jetzt richtig nice. Okay, Utero 2, da kommt Mams Hart. Wir hätten uns die scheiß Joker-Karte eventuell für Utero 2 aufheben können, weil wir dann hätten auf jeden Fall weitergehen dürfen. Okay, dann einfach mal Emperor reinhauen mit zwei Herzen auf dem Arm zu besiegen. Good luck. Ja, der Goat hat nice. Wir kriegen auf jeden Fall einen Teufelsdeal. Ja, oder einen netten Deal. Ein Herz nur noch. Ich habe immer noch dreieinhalb. Nein, drei Herzen. Ich komme gerade voll nicht klar, die spawnen einfach so viele Gegner die ganze Zeit. Tier ist down. Ja, eine Joker-Karte. Nice. Joker-Karte natürlich mitgenommen. Nee, lass ich erstmal liegen. Aus dem Utero kommt man ja wieder raus, ne? Ja. Ein Doppelschlüsselraum, gleich mal reingehen. Oh. Nein, ich bin tot! Neu starten. Ich bin im Devil Room, ich könnte jetzt einfach schon runtergehen. Mach halt. Nein. Ja, kriegst du aber keinen Marmkill. Ich weiß eben, ich überspringe keine Ebene. Oh, Full Health, ja, nice, brauche ich überhaupt nicht. Super T. Range down. Oh nein! Oh, Gott sei Dank. Und die da oben noch? Oh, zwei Seelenherzen, ja. Okay, ich hole mir jetzt erstmal zweimal Puberty, dann sehen wir ein bisschen abgefuckter aus. Danke, danke. Einfach nur, weil ich es kann. Hier mal ein paar Wichser in der Erde springen. Speedum Maggie, super Todesurteil. Die Chocolate ist nervig, ne? Chocolate Milk, machst du... Nein, nicht die Chocolate Milk, das Trinket. Chocolate Milk kenne ich. Da furzt du random und kackst random, glaube ich. Ja, unnötig. Nee, kacken tust du, glaube ich, wenn... Nee, das war der OB. Der blutige OB. Nee, bei kacken kannst du auch bei dem Trinket. Das hatte ich nämlich, wenn... Also ich hab die ganze Zeit Brüssel aufgeladen und plötzlich war da ein Kackhaufen hinter mir. Okay. Vielleicht hast du einfach hingeschissen. Ja, die komplette Ebene nochmal geklärt, schnell. Noch eine stärkere Karte. Noch eine Stärke Kacke. Ja, und die Ebene ist geklärt. Gut, dann gehen wir jetzt zu Mams Heart. Machen wir Mams Heart mal eben kurz kalt mit den 3000 Fliegen, die ich dabei habe. Super Range Up. Lohnt sich auch. Dann muss ich nochmal da hinten hin. Da habe ich meine Devil-Karte. Mams Heart. Oh, Mams Heart ist tot. Mams Heart ist übrigens tot. Wie hast du die getötet? Ich bin in den Brimstone? Raum reingegangen, hab meinen Brimstone abgeschossen, 7 Milliarden Fliegen sind reingeflogen, Mom war tot. Das ist über Brimstone. Innerhalb von einer Sekunde. Nice. Ohne meine Stärkekarte, fällt mir gerade mal auf. Wie lange geht der Run schon? 43 Minuten.
Okay, ich habe meine Joker-Karte im Teufelsraum. Was passiert da? Also im Sheol? Ein ganz normaler Devil Deal Room. Also meinst du, soll ich mir holen? Super mit dem Ghost Baby. Oh yes, Alter. Nochmal Guppy's Head. Den ich überhaupt nicht mehr brauche. Guppy's Paw natürlich wieder mitgenommen. Ich könnte mir die Schaufel holen und hoffen, dass auf der Ebene irgendwo ein Dingens liegt, aber es lohnt sich nicht. Okay, schade, hat auf einen guten Devil Deal gehofft. Das lassen wir mal erstmal. Also ich reize Runs übrigens gerne ganz bis zum Ende aus. Das heißt, wenn wir gleich den Teufel besiegt haben, werden wir noch 2 Stunden lang an der Lotto-Maschine spielen. Und dann erst hören wir auf. Nicht. Super, kein Schlüssel. Gibt's ein... Kann aus den Vasen eine Schüssel kommen? Keine Ahnung. Gibt's ein Achievement dafür, die Satansebene ohne Schaden abzuschließen? Nee. Schade. Glaube ich nicht. Das könnte ich nämlich gerade ganz gut kriegen. Ich meine, das wollte ich nicht. Ich meine, ich habe 7 Millionen Fliegen um mich rumfliegen. Ich hasse es, dass die Ficker die ersten 10 Sekunden unangreifbar sind, Alter. Ich habe übrigens nur noch 94 Schlüssel, also wird langsam knapp. Oh, ich hab Pin. Ich brauche immer noch einen scheiß Schlüssel, sonst können wir hier in den Goldraum rein. Alter, hab ich gerade Angst. Ich hasse diese verkackten Köpfe, ey. Die Brimstones schießen, kennst du die? Leider. Die Statue, ne? Ja, Cricket's Head Damage up nochmal. Und the Parasite has appeared in the basement. Wo du 2 Köpfe gleichzeitig eingesammelt hast. Ja. Chubb mit einem Brimstone strahlt rot. Aber ich habe auch übertrieben viel Damage, ey. Zweimal The Fool, danke. Bitte. Kannst du Satans immer verarschen? Gehst bald mal in den Raum rein und gehst dann wieder zurück. Okay, mach ich. Damit komme ich kostenlos aus dem Stachelraum raus. Ja. Oder du trollst Satan 2-mal. Ja, 3 gute Spinnen, Alter. Super, die sind gleich in der nächsten Sekunde wieder tot. Nein, nicht die unsichtbaren Ficker. Oh, ich hasse mein Render-Tool. 2-mal Wheel of Fortune. Warum hast du dein Render-Tool? Weil es geht immer an und dann kann ich nicht Isaac weiterspielen. 2-mal Wheel of Fortune. Einen guten gekriegt. An dem spielen wir natürlich gleich erstmal 2 Stunden lang. Wie viel Luck haben wir? Wir haben nur einen Luck und bisher war fast jedes ein Win. Ja, Justice spawnt ein bisschen Shit. Was? Ich mach auch einen normalen Run mal. Ich hab die scheiß Challenge. Rusted Key ist scheiße. Nein, ich will Aids of Space mitnehmen. Da findet man immer 2 Karten, ne? Oder wie war das mit Ace of Spades? Da findest du mehr Karten auf jeden Fall. Danke, mein Automat hat sich in die Luft gesprengt. Tun wir zusammen so. Missing Page macht nichts, ne? Das Item oder das Trinket? Das Trinket. Das Trinket macht, dass du möglicherweise bei Schaden einem Gegner einen Schaden zufügst, also so wie ein schwarzes Herz. Also richtig unnötig. Wenn du ein besseres Trinket hast, ja. Ich hab Ace of Spades. Der Rusty Key liegt hier noch rum, dann das Ding. Ace of Spades, das lustig gar nicht mehr im Spiel. Was macht das Auge? Pinky Eye? Poison Shots? Und Kalkus. Kalus. Damit kann man über Stacheln laufen. Lohnen sich alle nicht. Also, wenn dann, für Satan würde ich die Missing Page nehmen. Ich gehe davon aus, dass ich keinen Schaden krieg. Ja, aber du kriegst Schaden. Ich gehe aber davon aus, ich krieg keinen Schaden. Yes, Automat gesprengt. Aber keinen Dollar rausgekriegt, leider. Ich hätte noch nie einen Dollar rausgekriegt aus dem Automaten. Ich habe schon so oft aus dem Automaten verfickten Dollar rausgekriegt. Ja, dann spielen wir in dem Automaten noch eine Runde. Ich habe ja nur noch 3. 6 Münzen. Range-Up-Pille.
danach suche ich jetzt nochmal kurz den Geheimraum. Da könnte er sein. Da könnte er sein. Na, probieren wir es mal. Na, da ist er nicht, schade. Da links könnte er sein. Er könnte auch hier unten sein, ne? Probieren wir es mal hier unten. Ich habe noch 11 Bomben. Ja. Geheimraum gefunden, nochmal 3 Münzen für den Automaten. Und den Ficker natürlich auch nochmal sprengen. Natürlich nochmal 2 Münzen, geil. Spielen wir nochmal an dem Automaten 2 Stunden lang. Ich habe als erstes Item Broken Mirror bekommen. Das ist ja nicht mal schlecht. Ja, ist aber nicht gut. So. Nein, eigentlich nicht. Du kannst nee, man so, dann holen wir nochmal den super Geheimraum. Das ist The Poop oder so im ersten Raum. The Poop überhaupt ist ein Neustart-Item. Oh nein! Ja. Nochmal so ein Auto. Na, ich will an dem auch noch spielen. Was ist denn das für ein Automat? So ein blauer. Du hast alles an einem roten verspielt? Ja, an 2, 3 roten. Ich habe insgesamt 3 rote Automaten gehabt und an 3 habe ich es verspielt. Und alle 3 sind kaputt. Nee, gar nicht wahr. Ich hatte einen blauen, 2 rote und jetzt habe ich noch einen blauen. So rum war's. Oh, Gatlings. Tschüss. Okay, Satan. Trollst du ihn? Nein, hab's vergessen. Kannst du immer noch machen. Oder nein, kann ich nicht. Ich hab die Karte nicht mit. Du hast das okay, erste Phase ist tot. Ja? Zweite Phase ist tot. Ja, er braucht ja immer einen Augenblick, bis er dann verwundbar ist. Dritte Phase ist tot, ich bin durch. Errungenschaft freigeschaltet, Judas Zunge. Nee, die erste Phase braucht sogar 2 Laser, weil er dann eine Zeit lang unverwundbar ist. Ja, gut, dann teleportieren wir uns noch 2-mal mit The Fool durch die Gegend. Wolltest du in den Shuttle-Raum eingucken? War ich schon drin? Ach, scheiße, ja. Dann nehmen wir erstmal eine Range-Down-Pille, weil die auch so viel bringt beim Brimstone. So, dann nehmen wir The Fool, teleportieren uns durch die Gegend. Ja, und dann war's das. Dann laufen wir jetzt nochmal schnell nach oben zu Satan. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und, das kommt erst nächstes Jahr, also im neuen Jahr. Sonst hätte ich euch jetzt ein frohes Neues gewünscht. Und ich hoffe, man sieht sich auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Erstmal schön alles jetzt abbekommen. Was aus anderen natürlich. Ja. Wir haben freigeschaltet Judas Zunge und tschüss.